Obo. Na, was geht? Habt ihr wohl gedacht, ich bin wieder 5 Wochen inaktiv? Willkommen zu einem neuen Banger-Video. Ich bin gerade im Hotel du Obo und ich dachte mir vorhin nichts und check einfach mal wieder meine Instagram-DMs. Und nachdem ihr mir im letzten Video schon nur Scheiße dort geschickt habt, dachte ich, es kann ja nicht schlimmer werden. Das ist mein Talent. Das wird hier übrigens nicht mit 2S geschrieben, Bro. Hab extra den Text für dich geschrieben. Okay, wir hören mal rein. Oh, Bernhard, du hast die 1 Million erreicht. Bernhard, du bist so cool und reich. Reich und fein, fein wie Kylo und Kylo wie fein. Oh yeah. Wenn, na, well. Bitte schreib mir nie wieder. Holy fuck. Was zum Teufel kommt da aus der Decke? Ist das etwa ein Alien? I don't know what I'm supposed to do. Wie entspannt stehen die da bitte? Die gucken einfach ganz relaxed zu. Ja, was soll auch schon passieren, oder? Ach du heilige Scheiße. Ich will nicht wissen, wie das gestunken hat. Ich würde einfach direkt ausziehen. Kein Bock, das sauber zu machen. Wie ekelhaft. Bah. Parking Tutorial. Also wäre das die praktische Fahrprüfung gewesen? Führerschein bestanden. Er steht einfach wirklich Zentimeter genau perfekt in der Parklücke. Da freut sich der Fahrlehrer. Ich habe die größte Schirn der Welt. Willst du sie sehen? Ja. Oh, Herr. Der Arme hat einfach Flugzeuglandebahn auf seinem Kopf. Das ist nicht bodenlos. Das ist... Ach du Scheiße. Bruder, das ist bodenlos. 1 bis 10, wie bewertest du sie? 11. Also ich finde sie auch sehr nice. Erinnert mich an irgendjemand anderes. Das hier ist so eine Gender-Reveal-Party. Also diese 3 Geschwister revealen gleich, was das neue Baby im Bauch für ein Geschlecht ist. Und achtet mal bitte auf den Jungen, der unbedingt einen kleinen Bruder will. Der Frust sitzt tief. Ey, der Arme wollte unbedingt einen Bruder. Tja, hat wohl leider nicht geklappt, Bro. Viel Spaß mit 3 Schwestern. Ach ja, und wo wir gerade so über Frauen reden, die sind auch super krass im Videospielen. Welcome back to Poland, where we are live. Das hier ist ein Pro-Gaming-Turnier von den besten Frauen. Ich bin ja so gespannt, welche Spiele sie spielen. For the grand final of the Intel Challenge Katowice 2017. We've had a... Gottlos, wer hier gelacht hat. Also ich bin für Frauenrechte. Ich bin einfach nur am Ende, denn gestern war wirklich so ein schlimmer Tag. Okay, das klingt ja aufregend. Der Tag hat einfach so schön angefangen. Ich war richtig lecker frühstücken und ich habe mich schon so lange auf diesen Tag gefreut. Denn gestern stand ja mein erstes Fantreffen in Stuttgart an. Oha, Fantreffen. Also so mit richtigen Fans von dir. Und bevor es losgegangen ist, habe ich mir noch ein Bobble-Tee gekauft. Ein Bobble-Tee. Ein Bobble-Tee. Dann habe ich mich hübsch gemacht und bin sofort in die Stadt gefahren. Und dann habe ich am Schlossplatz auf euch gewartet. Und zwar hier vor diesem Buchladen. Oha, nice. Jetzt kommt endlich das Fantreffen mit all den Fans. Ich habe einfach über 1 Stunde gewartet und es ist einfach keiner gekommen. Ich habe mich so arg auf diesen Tag gefreut und war so traurig, dass keiner gekommen ist. Ach du Scheiße. Einfach kein Schwein ist gekommen zu dem Fantreffen. Ich habe mir dann zum Trost ein paar Bücher gekauft, bin dann nach Hause gefahren und war einfach nur todunglücklich. Todunglücklich? Ja, das sieht man dir an. Also ich bin echt froh, dass ich keinen von meinen Fans sehen muss, nachdem ich eure Kommentare lesen muss. Ich schaue deine Videos beim Scheißen. Beste Unterhaltung. Ich kann ohne deine Videos keinen verkackten Tag aushalten. Du versüßt mir jedes Mal den fucking Tag. Ich hoffe für dich, dass du morgen ein Video hochlädst, sonst komme ich zu dir nach Hause, verstecke mich hinter deinem Scheißbett und warte, bis du einschläfst, damit ich dich im Schlaf...
entführen kann und nach Duisburg bringen kann. Und du kannst beten, dass das nicht passiert. Also Bro, bitte tue uns den Gefallen und lade pünktlich das Video hoch. Wen? Nee, du weißt ja, was dann passiert. Lösch dich. Und ihr wundert euch wirklich, wenn ich einfach einmal im Monat Pause von YouTube brauche. Ich kann ja gar nicht anders. Diese Videos sind für Leute mit Hirnkrebs. Du hast einfach zu 100% recht. Wenn deine Jungs eigentlich schlafen wollten, du aber nochmal Präsenz zeigen musst. Bah, Junge, was war das für ein gottloses Ding? Aber trotzdem mal so nebenbei, ich würde dieser guten Duftnote eine 10 von 10 geben. Was für eine Scheiße hat der bitte vorher gegessen? Was brodelt da in seinem Magen? Das erinnert mich an das Schulessen in den USA. Ach ja, die Hochzeit soll ja bekanntlich einer der schönsten Dinge im Leben sein. Und natürlich wird auch ein Antrag immer besonders sein. Der Mann lässt sich immer etwas richtig Spezielles und Romantisches einfallen. Ob an einem schönen Ort, zu einer schönen Zeit oder in der perfekten Situation. Der Antrag ist etwas Einzigartiges und soll für immer in Erinnerung bleiben. Oh nein. Bitte ist es nicht das, was ich denke. In der Spilo einfach, wie unangenehm. Sie sieht doch schon den Ring und ey, Junge, Junge, Junge. Ja, dass du keine Ahnung hast, was du hier gerade machen sollst, check ich. Das ist ja mal die schlechteste Vorbereitung und auch die schlechteste Idee, die ich jemals gesehen habe. Herzlichen Glückwunsch, immerhin hat sie ja gesagt. Ich hätte auch verstanden, wenn sie nein gesagt hätte und dann einfach geht. So, aber jetzt wieder zurück an den einarmigen Banditen und weiter hochdrücken. Scheiße, war das peinlich. Und ein Kilo Met, den ehrwürdigen und mächtigen Drachen zu opfern. Was geht denn jetzt schon wieder beim Drachenlord ab? Das Met sollte scharf gewürzt und im besten Falle aus dem Fleisch jener Hater und Ketzer bestehen, die sich nicht bekehren lassen. Darf Mettwurst. Der Tätowierer ist ja mal geisteskrank gut. 10 Euro, wer auch immer sich mein Profilbild so tätowieren lässt. So, ich bitte jetzt für eine kurze Entspannungspause. Lasst uns gemeinsam runterkommen. Ja, das ist nice. Das war mein Favorit bis jetzt. Wow, ich bin gleich so viel entspannter. Ich bin Lina, ich bin 20 Jahre alt und bin jetzt die ganze Woche bei diesen Protestmärschen hier mitgelaufen von der letzten Generation. Und ich frage mich, wo bist du eigentlich gerade? Wo bist du gerade, wenn du dir das Video hier anschaust? Ich bin gerade kacken. Ich bin gerade in Bosnien und verbrenne Müll am Straßenrand. Das ist so ehrenlos. Das sind wirklich ehrenlose Kommentare. Ich mache was Sinnvolles und gehe arbeiten. Stark. Wirklich stark. Ein vorbildlicher Bürger. Ja, und also, wenn du mich so fragst, wo ich gerade bin? Ich bin auf Entgiftung, Digga. Ja, Freunde, wow, was für ein abgef***tes Video, was war das denn bitte? Ich habe mindestens 10% meiner Gehirnzellen verloren. Und alle Leute, die auch lieber Müll verbrennen in Bosnien, anstatt sich auf die Straße zu kleben für das Klima, geben jetzt einen Daumen nach oben. Jungs und Mädels, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.